1, 2, 3, go! I hope it's doing good by the grace of God, cause I'm doing fine by the grace of God. I hope it's doing good by the grace of God, cause I'm doing fine by the grace of God. Hello TLS Squad und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Willkommen auf dem Kanal. Und zwar werde ich ab heute, heute ist der 10. Dezember und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass ich ab heute jeden Tag filmen werde bis zum 25. Dezember, bis zu Weihnachten, also wenn ihr Weihnachten natürlich am 25. feiert. Und das heißt, ich werde euch täglich einfach mitnehmen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Vergisst nicht, das Video zu liken und ein Abonnement da zu lassen, falls ihr das Video mögt. Und ja, heute, okay, ich hatte heute schon mein Zoom, also Uni. Ich muss jetzt zum Weserpark, aber davor muss ich erstmal meine Pakete wegbringen, weil ich habe ein paar Sachen bestellt. Und ich will heute auch noch einen Käsekuchen backen und heute einfach noch ein bisschen entspannen, weil die letzten Wochen waren extrem anstrengend, sei es Uni, sei es generell live. It was just too much und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich heute wirklich ganz, ganz, ganz entspanne. Ja, ich würde sagen, let's go und viel Spaß beim Video. So Leute, ich habe jetzt gerade bei Hermes was zurückgegeben und komischerweise ging das nicht bei DHL, weil ich da auch noch eine Retour hatte. Aber es ging da irgendwie nicht, jetzt muss ich morgen wahrscheinlich wieder dorthin, aber ist okay. Wir gehen jetzt erstmal zu Rewe und kaufen die ganzen Sachen ein, die wir brauchen zum Käsebacken. Käsebacken zum Käsekuchenbacken, so let's go. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt zu Hause. Ich bin so müde. I'm literally so freaking tired. But it's okay. It's okay, ich habe gesagt, dass wir heute einen sehr entspannten Freitagabend machen werden. Auf jeden Fall, ich habe ja, glaube ich, vorhin erwähnt, dass ich ja bei der Post war und das da irgendwie nicht ging. Oh mein Gott, ich habe es jetzt gemerkt, dass ich aus Versehen den falschen QR-Code den gegeben habe. Also, ich hatte glaube ich, 4 Pakete eigentlich. Und dabei habe ich eins sogar zu Hause vergessen, was ich erst auch dann gemerkt habe. Und dann dachte ich mir so, boah, und jetzt muss ich morgen wieder dorthin. But it's okay, dann haben wir wieder morgen was zu tun. Aber auf jeden Fall, ich habe kurz nachgedacht und dachte mir dann so, egal, ich will doch nicht mehr backen. Aber ich habe angefangen, die Küche sauber zu machen. Und jetzt stehe ich schon hier, deshalb machen wir es. Und dann würde ich, dann will ich irgendeinen süßen Netflix-Film schauen. Und dann wäre der Tag auch für mich schon vorbei, because I'm literally so, so, so tired. Die letzten Wochen waren echt krass anstrengend, aber it's okay. Let's do this now. Und willkommen zu einem neuen Tag. Und zwar habe ich schon ein bisschen gefrühstückt. Ich hatte heute Käsekuchen zum Frühstück. Voll das Frühstück, ey. Nee, aber er hat sehr gut geschmeckt. Gestern, den Film, den ich angefangen habe, habe ich noch nicht zu Ende geschaut. Also mir fehlen noch so 30 Minuten, weil ich sehr, sehr, sehr müde war. Und auch, ja, heute sehr viel erledigen muss. Oder eher gesagt, sehr viel noch für Uni machen muss. Deshalb werde ich eher sehr viel am Laptop sein. Aber ich habe auch gleich noch das Gespräch mit meiner Freundin. Da werde ich auch einfach die Kamera im Ring packen, das bisschen, ne, szenarisch filmen.
Genau, und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu tun heute, also außer einfach am Laptop zu sitzen, all die Vorlesungen anzuschauen. Also nicht alle, aber ich will auf jeden Fall mindestens eine durchbekommen. Eigentlich sogar zwei, weil wir haben es erst 12 und wenn ich durchziehe, dann schaffe ich, müsste ich eigentlich zwei schaffen. Genau. Und dann muss ich noch zur Post, weil ich habe euch ja das Dilemma von gestern erzählt. Das muss ich dann auch noch erledigen. Am Abend dann ein bisschen wieder entspannt, ein bisschen Lieder lernen für morgen, weil sonntags gehe ich ja immer zur Kirche und ich singe da halt auch im Lobpreisteam mit. Deshalb gucke ich mir da auch die Lieder an, die wieder morgen singen werden. Und sonst genießen wir den Samstag. So, let's go. Willkommen zurück. Und zwar haben wir heute Sonntag. Ich habe gerade den ersten Gottesdienst durchgemacht, oder eher gesagt, ja, der erste Gottesdienst ist jetzt vorbei. Bald haben wir den zweiten, also der erste ist immer auf Deutsch und der zweite ist immer auf Englisch. Ich durfte auch wieder heute übersetzen. Und I have to say, I actually did a good job. I did a good job. I tried my best. That's what matters. Ach ja, ich habe gestern den Film nicht mehr geguckt, sondern ich habe Prince of Bel-Air geguckt, weil ich irgendwie was Lustigeres gucken wollte. Ich glaube, dann werde ich das eher heute machen. Also, wie gesagt, ganz entspannt. Genau, vielleicht sage ich meiner Schwester, dass sie ein bisschen vom Gottesdienst aufnehmen kann. Dann kann ich auch einen kleinen Eindruck geben. Und genau, so, später. Gott und willkommen zurück. Willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar noch zum gestrigen Tag. Also wie ich es schon vorausgesagt habe, habe ich den Film zu Ende geschaut. Wie gesagt, wenn ihr romantische Filme mögt mit etwas Comedy dazu, kann ich euch den nur empfehlen. Genau, also ich hatte echt ganz entspannten Sonntag nach der Kirche. Und heute, wie ihr seht, bin ich schon im Auto, weil ich gleich losfahren muss. Und zwar erst nur wieder zur Post, weil ich etwas für mich und für meine Mama zurückgeben muss. Danach fahre ich zum Sport und dann gehe ich später noch, also heute Abend dann noch zu Remnants. Das ist eigentlich sowas wie Church, also wir kommen alle wieder zusammen, wir machen Anbetung, wir machen ja Lobpreis, singen, was auch immer, das Wort hören. Also da nehme ich euch auch wieder mit, da könnt ihr ein bisschen da auch so einen Eindruck von bekommen. Und sonst, ja, wie gesagt, ich freue mich auf diese Woche, weil ich auch wieder eine Freundin von mir sehe, die ich richtig lange nicht mehr gesehen habe. Aber das werdet ihr alle noch mitbekommen. So, I would say, let's go! Later. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nicht so einen guten Gym-Day hattet und vor allen Dingen, lass uns lieber so filmen, vor allen Dingen war es dann halt auch so, dass ich dann so frühzeitig abgebrochen habe, weil ich es irgendwie nicht mehr so gefühlt habe und auch ein bisschen unter Zeitdruck war, um ehrlich zu sein. Aber naja, gut, ich fahre jetzt noch ganz schnell was einkaufen und dann sehen wir uns wieder zu Hause. Hallo Leute und willkommen zurück. Und zwar bin ich jetzt angekommen zu Hause, ich habe schon geduscht. Hab ein bisschen relax, oder was ist relax, aber ja, ich relax gerade auf meinem Bett. Mir geht es auch schon besser. Ich habe einfach mir versucht, positive Sachen zuzusprechen. Ich glaube, jeder hat mal solche Tage, wo man sich nicht so toll fühlt oder eher gesagt, wo man nicht das Ergebnis bekommt, was man sich erhofft. Deshalb dachte ich mir, weißt du was? You are alive, you are blessed, you are fine, you are healthy. Du musst jetzt nicht wegen Gym eine schlechte Laune bekommen. Ich werde jetzt dann auch einfach die Vorlesung versuchen zu Ende zu bringen. Nachdem ich damit fertig bin, gehen wir halt zu Remnants. Das habe ich ja schon, glaube ich, vorhin erklärt. Und ja, also sonst habe ich für heute nicht mehr viel geplant. Genau, so let's go. Musik.
Till A-Squad und willkommen zurück zu einem neuen Tag von mir. Und zwar befinde ich mich gerade im Treppenhaus. Ich habe gleich einen Termin beim Zahnarzt. Und ja, deshalb habt ihr erstmal nur ein bisschen Aesthetic gesehen, ein bisschen Views von der Stadt, von Bremen. I tried my best. Auf jeden Fall, ich habe gleich meinen Zahnarzttermin. Danach treffe ich mich mit meiner Freundin und dann gehen wir wieder zum Sport. Heute ein neuer Versuch, aber ich glaube, heute ist ein besserer Tag, ich fühl's. Und danach muss ich halt wie üblich immer wieder Uni-Sachen machen. Sonst gibt's eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. So, let's go! Later. Hallo Leute, back at it again. Und zwar bin ich jetzt fertig. Es ist eigentlich alles soweit gut gelaufen. Er hat halt nur gesagt, dass ich halt so eine kleine Zahnfleischentzündung habe. Und jetzt haben die erstmal nur eine kleine Reinigung oder so gemacht. Und dann muss ich halt aber in einem Monat wiederkommen. Und dann machen die eine komplette Reinigung. Und dann sollte das auch alles geklärt sein. Genau, ich gehe jetzt noch ganz schnell zu Lidl, um mir irgendwas Kleines zum nach dem Sportessen zu holen, weil ich habe ja schon was Kleines gefrühstückt und danach geht's zum Sport. So, let's go! Hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin jetzt schon zu Hause und es war viel besser als gestern, muss ich dazu sagen. Genau, und jetzt werde ich die Kleinigkeit essen, die ich euch ja vorhin gezeigt habe, die ich bei Lidl gekauft habe. Und danach muss ich den ganzen Tag Uni machen. Und sonst wird jetzt eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Deshalb würde ich sagen, dass wir uns morgen wiedersehen. Für morgen treffe ich mich auch mit meiner Freundin, also dann habt ihr ein bisschen mehr Action. Und ja, so, bis morgen. Hallo TLA Squad und willkommen zurück. Willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar hatte ich jetzt schon von 8 bis 12 Uni und jetzt habe ich 2 Stunden Pause, bevor die nächste Sitzung beginnt. Und ich dachte mir, ich nutze lieber die Zeit, um mich fertig zu machen, weil ich mich genau danach mit meiner Freundin treffe in der Stadt. Und ja, deshalb packe ich jetzt die Kamera irgendwo hin und dann könnt ihr mir zuschauen beim Ready machen. So, let's go. So Leute, ich bin jetzt endlich fertig mit den ganzen Zooms. Ich brauche sowas von Ferien, aber egal, ist okay. Wir ziehen das durch. Genau, ich bin jetzt auf dem Weg zur Bahnstation, weil ich heute nicht mit dem Auto fahre. Und ja, also wir treffen uns in der Stadt und dann schauen wir, wo wir essen gehen wollen. Wir haben es noch nicht entschieden. Und ja, so, let's go. Oh, hello Papa. Hallo Leute, wir sind jetzt beim Alex angekommen und natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich bin mit meiner wunderschönen Freundin Janetta, beautiful queen. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir zu essen wollen und dann zeigen wir euch unser Essen. Hallo Leute und willkommen zurück. Und zwar bin ich jetzt wieder zu Hause angekommen. Janetta hat mich netterweise nach Hause gefahren. Genau, wir haben echt stundenlang gesprochen. Für mich war es erstmal heute, weil ich bin noch extrem müde. Wieder den ganzen Tag Uni gehabt und dann noch unterwegs gewesen. Genau, morgen habe ich wieder Uni von 8 bis 2, glaube ich. Genau. Ja, da gibt es also, glaube ich, auch nicht so viel zu tun. Aber danach fahre ich meinen Bruder noch zum Haare schneiden. Kann ich euch auch wieder mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bye! Hallo TLA Squad und willkommen zurück. Und zwar sind wir jetzt wieder zu Hause. Mein Bruder gefallen seine Haare sehr, sehr, sehr gut. Genau, ich habe jetzt aber nicht wirklich den Prozess gefilmt. Genau, aber ich werde jetzt nochmal ein bisschen die Küche sauber machen oder eher gesagt die Teller waschen. Und dann werde ich mir noch ganz schnell was zu essen machen. Und dann werde ich auch wahrscheinlich früher heute ins Bett gehen, weil ich extrem müde bin. Man kann das auch sehen. Ich bin einfach, I'm just so tired. Aber ich bin so froh, weil nächste Woche habe ich Ferien, also Semesterferien, aber selbst in den Ferien muss ich sehr viel für Uni tun, aber das kriegen wir auch alles hin. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns morgen, because morgen habe ich halt auch wieder Uni, aber ich gehe morgen ins Tonstudio. Ey, ey, ich freue mich richtig, weil ich jetzt schon an so einem neuen Song gearbeitet habe
Und dann kann ich euch auch ein bisschen davon zeigen. Nicht alles, aber just a little bit, you know. Und ja, deshalb würde ich sagen, wir sehen uns morgen. So, ciao. Good morning, TLA Squad, und willkommen zurück zu einem neuen Tag von mir. Und zwar bin ich heute schon relativ früh aufgestanden, um genau zu sein, um 7.30 Uhr, okay? Damit ich halt vor Uni noch ganz schnell zum Sport gehen kann. Es war auch sehr gut. Genau, ich werde jetzt noch was ganz Kleines frühstücken und danach habe ich wieder Uni. Und danach, also später, gehe ich wieder ins Tonstudio. Ich freue mich richtig, richtig und zeige euch dann ein bisschen schon vom neuen Song. Darauf freue ich mich sehr und heute Abend werde ich dann später noch kochen. Also schon was zu tun. Und ja, deshalb würde ich sagen, let's go, später. Much, much, much later. Hello TLA Squad und willkommen zurück. Und zwar gab es leider eine kleine Planänderung. Und zwar kann ich heute doch nicht mehr ins Tonstudio. Ich war auch ein bisschen traurig, aber es ist okay. Also ich bin jetzt nicht am Boden zerstört. Ich habe ja die Chance, irgendwann auf jeden Fall wieder dahin zu gehen und den Song fertigzustellen. Und dann könnt ihr ihn auch endlich hören, weil, ja, I love it. Und ich hoffe, er wird euch auch gefallen, sobald ihr ihn dann hören könnt. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir legen jetzt los mit dem Kochen und entspannen heute. So, let's go. TLA Squad und willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar muss ich heute sehr viel für Uni machen, oder eher gesagt nicht viel, aber ich habe halt noch eine Abgabe, die ich erledigen muss und die fertig werden muss bis morgen, und deshalb wird nicht viel heute passieren, was ich wirklich filmen kann. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich halt euch ein paar Ausschnitte zeige von meinem Trip to Düsseldorf und Cologne, weil ich halt da auch während meines Aufenthalts gefilmt habe, aber halt nicht so viel Vlogging-Material bekommen habe. Und dann dachte ich mir, okay, anstatt das jetzt einfach zu verwerfen, kann ich es noch benutzen. Und deshalb blende ich euch jetzt die ganzen Sachen ein, die ich noch filmen konnte, sodass ihr ein bisschen, ne, etwas zum Schauen für heute habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Viel Spaß beim Schauen. Morning TLA Squad und willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar ist heute Sonntag, that means it is church again. Genau, und zwar muss ich jetzt schnell losfahren, damit ich schnell zur Probe komme. Und dann versuche ich euch wieder ein bisschen vom Lobpreis und Anbetung zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, let's go. Beständig, dein Zuspruch ist ewig.
Der erste Gottesdienst ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch genug davon zeigen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen so einen Einblick jetzt, wie es so abläuft. Jetzt haben wir eine kleine Pause und dann beginnt der zweite Gottesdienst, der geleitet wird von meinem Papa in Englisch. Und genau, wir wollen danach wahrscheinlich noch was Kleines essen bei McDonald's. Und dann fahren wir auch wieder nach Hause. So, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Hallo TLA Squad und willkommen zurück. Und zwar befinde ich mich gerade im Auto, because guess what? Als wir von der Kirche zurückgekommen sind, waren wir ja schnell noch bei McDonald's etc. pp. Und dann musste ich halt noch die Aufgaben fertig machen, weil ich gestern noch nicht fertig geworden bin. Und jetzt bin ich fertig, okay? And my head is burning, I'm done. Mental, ich bin fertig. Ich brauche eine Pause, ich brauch Ferien. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich jetzt nochmal ganz schnell, okay, zu Burger King fahre. Aber es hat sich auch ergeben, weil ich meine Schwester schnell beim Kino absetzen musste. Und da dachte ich mir, weißt du was, nachdem man jetzt ein bisschen geackert hat, kann man sich auch das geben, okay? So sind wir jetzt bei Burger King und ich gönne mir jetzt einfach einen richtig geilen Oreo-Milchshake. Ich hoffe, die Maschine funktioniert. Und ja, ich weiß, ich war schon bei McDonald's, but you know what? Today is a good day, okay? We thank God, dass wir jetzt fertig sind. And I would say, let's go. So Leute, ich habe jetzt mein Fusion Oreo Eis, weil die hatten leider keinen Milchshake, aber das gilt auch. Love it. Und dann habe ich mir noch Pommes gekauft. Genau. On this note, gönnt euch immer, nachdem ihr hart gearbeitet habt oder generell einfach, damit ihr auch, ne, wieder euch ganz gut fühlt, mental top tier seid. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Bye! Hallo TLA Squad und willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar habe ich ja gestern noch einen wirklich entspannten Tag gehabt. Also eher gesagt Abend, weil ich ja dann auch bei Burger King war und mir mein King Fusion Oreo gegönnt habe. War extrem gut. Und zwar heute muss ich wie immer wieder University Stuff erledigen. Und ich werde danach, also später dann, im Laufe des Tages auf jeden Fall Gabi sehen. Aber wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Also entweder gehen wir auf den Weihnachtsmarkt oder wir chillen bei ihr zu Hause. Genau, ich würde mich dann einfach später nochmal bei euch melden, weil ich jetzt anfangen muss mit University Stuff. So, ich halte euch den auf dem Laufenden und wir sehen uns später. Much, much, much later. Kleines Update, und zwar habe ich jetzt schon ein bisschen was für die Uni gemacht, habe auch schon gegessen. Und gerade hat mir Gabi geschrieben, dass sie mich irgendwie in 15 Minuten abholt. And okay, I'm not ready. Also muss ich mich jetzt ganz schnell fertig machen. Ich schmink mich auch nicht, aber ich muss mich halt, ne, ganz schnell umziehen. Also würde ich sagen, wir beeilen uns jetzt. Und dann gucken wir, was wir jetzt machen, ob wir jetzt ihr finden oder irgendwas anderes machen. So, let's go. Hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Und zwar konnte ich jetzt nicht viel filmen bei Gabi, weil wir eher nur sehr viel gesprochen haben und sie fliegt auch morgen weg. Deshalb war es eher so ein, nicht goodbye, aber like, let's see before you go away. Aber sie kommt natürlich wieder. Genau, auf jeden Fall, sorry, dass ich heute nicht so viel filmen konnte, aber ne, heute war eher ein sehr entspannter Montag, weil ich immer wieder was zur Uni machen musste und auch voll spät heute aufgestanden bin, weil ich wieder voll müde war, aber it's okay, we did what we can. Und ja, morgen gehen wir auf den Weihnachtsmarkt, da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, deshalb würde ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis morgen! Hallo TLA Squad und willkommen zurück zu einem neuen Tag von mir. Und zwar sind wir heute auf dem Weihnachtsmarkt und ich bin nicht alleine. Und zwar bin ich mit... Ja, David. Ich bin David. Genau, und wir durchstöbern jetzt ein bisschen den Weihnachtsmarkt und nehmen euch mit. Und wir hoffen, es gefällt euch so. Let's go! Hallo
Till Ayscott und willkommen zurück. Und zwar bin ich jetzt wieder zu Hause. Der Weihnachtsmarkt war richtig schön. Also alles, was wir gegessen haben, war extrem lecker. Aber es war so heftig kalt, wirklich. Deshalb sind wir auch ab und zu dann zu McDonald's gegangen, um uns nur kurz aufzuwärmen, weil es einfach... Es war zu kalt, aber es war trotzdem cool, wir haben es genossen. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich morgen mache. Also ich will eigentlich nicht mal so oft raus, weil es zu kalt ist. Es ist ja eh bald Weihnachten, also es sind ja glaube ich nur noch... Warte, heute ist der 21. oder 22. Oh mein Gott, heute ist der 21. Heute ist der 21. Das heißt nur noch 4 Tage. So, basically, it's not much to do anymore, außer to relaxing and enjoying and, you know. Deshalb mal schauen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen und dann gucken wir, was wir machen. So, let's go. Hallo TLA Squad und willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, weil ich heute nicht wirklich viel erledigen muss oder eher gesagt, weil ich nicht rausgehe und es nicht viel zum Film gibt, dachte ich mir, dass ich euch heute ein bisschen zeige, wie ich Gitarre spiele. Genau, ich werde dann einfach die Kamera hinstellen und dann könnt ihr mir ein bisschen zuhören, ein bisschen zugucken. Und ja, dann sagen viel Spaß, genießt es und bis morgen. Es geht um TLA Squad und willkommen zurück zu einem neuen Tag von mir. Und zwar haben wir heute den ersten offiziellen Tag von den Wintersemesterferien. Ich mache diese Anführungszeichen, weil in diesen Ferien man immer irgendwas zu tun hat. Aber dennoch würde ich sagen, gönnen wir uns die ersten Tage wirklich eine Pause von Uni. Und ich habe mir gedacht, dass wir heute Kekse backen, you know, to get in that Christmas mood. Weil morgen einfach schon Heiligabend ist. Ey, das ging sowas von schnell, aber ich freue mich sehr. Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass ich euch die ganze Zeit mitnehmen konnte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Kekse backen und dann zeige ich euch später, wie die geworden sind. So, let's go. Hallo TLA Squad und willkommen zu einem neuen Tag von mir. Und zwar ist ja heute Heiligabend und ja, ich habe jetzt euch, wie gesagt, schon ein bisschen was von der Kirche gezeigt, weil wir heute in der Kirche waren und ja, jetzt sind wir auch wieder zu Hause. So viel wird tatsächlich heute nicht mehr passieren, also bei uns, wir feiern halt Weihnachten eher am 25. Deshalb habe ich ja gesagt, ja, 15 Tage werden gefilmt, weil morgen gibt es auch richtig viel zu essen. Das kann ich dann auch alles filmen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Genau, ich wollte nur noch mal euch einen schönen Heiligabend wünschen. Christmas Eve, you know what I mean? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und bis morgen. Thank you.